Ja, das war's dann wohl mit dir. Leute, ich verstehe das, wenn ihr schlafen gehen wollt. Ist schon spät. Schnetzel mich hier weiter durch die Mutantenhorden. Best Schwert ever. Barney Mango Fleisch. Boah, hier lässt sich gerade eine riesen Spinne bei mir ab. So, habe ich dich. Geht ja nicht, dass die sich hier bei mir abseilt. Mir reichen die Monsterspinnen schon, die ich hier in Fallout finde. Die Monstermutanten, da muss ich nicht noch hier eine Spinne auf meinem Kopf haben. Schau mal, ob ich das reparieren kann. Nee. Fünfhundert Speicherstände habe ich schon benutzt. Meine Kanone dabei. Das ist ja cool. Das kann nicht. Irgendwie hat's doch geklappt.
Egerton bei Jericho in seinem Haus. Okay, da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Ich weiß noch nicht, wann morgen der Stream anfängt. Das kann ich dir noch nicht sagen. Kann sein, dass ich es mir überlege, dass ich es Vormittag mache oder nachmittags. Bin verdammt glücklich. Aber kaputt. Heißt? Triagen-Time. Ich habe gerade Medical Braces gefunden. Dann geht das auch. Ich hab doch gerade geantwortet. Hört ihr mich nicht? Bin ich zu leise? Zu weit weg? Ich kann dich nicht hören. Wie gesagt, der Stream morgen. Ich weiß noch nicht, wann der anfängt. Da bin ich spontan. Es geht noch weiter nach unten. Wie soll ich hier jemals wieder rausfinden? Komm, den habe ich gerade repariert, den blöden Arm. Du Scheiße. Dann weiß Fleischhammer ja, wann ich morgen streamen werde. Ach, Wolfen. Ihr seht schon, langsam aber sicher geht mir jetzt dann doch die Munition aus. Oh, warte, den müsste ich eigentlich knacken können. Das hat sich richtig gelohnt hier. Sitzungssaal. Er hat gesessen. Fleischi, du kannst fragen, was du magst.
Coca-Cola, Zeit zum Trinken. Entweder sind die Räume alle gleich aufgebaut oder ich war hier schon mal. Und da, wo ich hin wollte, bin ich immer noch nicht. Ich wollte diese komische Satellitenscheibe mir holen. Ja, hier wieder irgendwo rum. Was ist das? Großer Fernsehsaal. Boah, ey, was für ein Labyrinth. Wie sich hier wohl die Mitarbeiter zurechtgefunden haben. Wie bist du eigentlich so groß geworden in YouTube? War das mit TTT? Nee, das war mit Superhelden-Let's Plays. Mit TTT hat das nichts zu tun. Und so groß bin ich ja nun auch nicht auf YouTube. Weißt du, du bist groß, wenn genug Leute deinen Kanal schauen. Ich habe immer noch so eine kleine Gemeinschaft da. Aber das ist, also für mich ist das nicht schlimm. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ob nun viele oder nicht. Kommt alles mit der Zeit. Wichtig ist, sich selber nicht zu stressen und sich selbst nicht zu verbiegen, nur damit man irgendwie mehr Aufrufe hat oder so. Das sind alles Fake-Accounts, genau. 16.000 Fake-Accounts und in Wirklichkeit habe ich so 100 Abonnenten. Was sich in den Aufrufzahlen gut widerspiegelt. Erklärt einiges. So. War ich jetzt dieser andere Ausgang? Da war ich schon. Irgendwo war doch hier noch ein Gang nach unten, wo ich noch nicht gewesen bin. Gesagt habe, da gehe ich gleich erst hin. Also ich muss jetzt irgendwie hier wieder raus, sonst drehe ich noch durch. Auch schon? Also den Weg nach draußen finde ich, wenn ich den Leichen folge. Nee, Leute, es ist zu spät, damit ich durchdrehe. Gleich 1 Uhr. Um die Uhrzeit sollte man nicht mehr durchdrehen.
Weiß jetzt auch nicht so recht, was dieses riesige Gebäude mir gebracht hat. Außer, dass ich da 3 Stunden drin rumgelaufen bin. Typisch schon völlig am Schnaufen, weil er gar nicht mehr aus dem Sprintmodus rauskommt. Die meisten der Fallout-Gebäude haben eigentlich einen Eingang und einen zweiten Ausgang. Warum das hier nicht so ist, weiß ich nicht. Na toll, das hat hier mal gar nichts gebracht. So, wir kommen auf jeden Fall dem Ausgang wieder näher. So, hier war der super Fight mit dem Behemoth. Da liegt ja noch der dicke Mops. Denk, was klopft hier so? Ist mein Hund, der sich mal wieder kratzt. So, nee, da war ich auch schon. Ja, den habe ich schon umgepustet. Der hat mich ganz schön überrascht. Das Riesenvieh. Danke, Fleischi. Freut mich, wenn dir meine Videos gefallen.